Ja, aus meiner Sicht macht Technikförderung für junge Menschen insbesondere attraktiv, dass sie mit eigener Verantwortung, eigengesteuert, eigene Ideen letztendlich umsetzen können. Und das ist hochgradig motivierend am Ende des Tages, eigene Dinge voranzutreiben. Natürlich auch, und das ist wichtig, mit der Komponenten, dass es dabei auch Risiken gibt, die man selbst trägt letztendlich. Dabei lernt man und dabei entwickelt man sich. Und das ist das, was aus meiner Sicht die Forschungsförderung für junge Menschen hauptsächlich attraktiv macht.